This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute. Heute wollte ich einfach mal ein kleines Update mal wieder machen. Schon lange kein Video mehr gemacht. Einfach nur mal erzählen, was im Moment so abläuft bei mir. Und ja, bei mir ist es im Moment eben so, dass ich einfach nochmal einen Entgiftungsschub hatte und ein bisschen Sachen jetzt noch verarbeiten muss und so weiter. Und deswegen habe ich in letzter Zeit auch kaum Videos gemacht. Eigentlich wollte ich in Thailand jetzt mehr Videos machen, aber ja, der Körper fragt nicht danach, was man wollte, sondern wenn eine Krankheit da ist, wenn ein Entgiftungsprozess da ist und so weiter, dann ist er da. Der kennt keinen Wettkampf oder was, der kennt keine Termine oder irgendwas. Und ja, deswegen bin ich im Moment, hatte halt noch einen Entgiftungsschub. Dazu wollte ich aber genaueres nochmal dann, wahrscheinlich wenn ich wieder in Deutschland bin oder so, berichten, auch was da genau passiert ist und so weiter. Und ja, darum habe ich im Moment auch ein bisschen geschwollene Augen, sieht man vielleicht ein wenig. Und ja, eben nochmal an Entgiftung gut was gekommen und deswegen auch so lange keine Videos, einiges zu verarbeiten gehabt und immer noch, habe ich immer noch. Und ja, deswegen so wenig Videos und ja, ich hoffe, es ändert sich jetzt wieder, jetzt wird es langsam wieder besser. Und ja, ich bin immer noch eben auf Koh Phangan. Werde hier noch bleiben bis zum 24. Februar und dann 20 Tage nach Malaysia, dann nochmal zurück nach Thailand, wahrscheinlich nach Chiang Mai oder Pai in Norden mehr, und dann von da aus wieder nach Bangkok und mit dem Flieger zurück nach Deutschland. Am 28. März geht es wieder zurück nach Deutschland, genau. Also ich habe noch eine Weile hier und ja, ich denke, ich werde dann auch noch dazukommen. Jetzt am Anfang war hier auch alles, man ist irgendwie ständig am Reden. Ich bin jetzt auch gerade erst an einem Hostel untergekommen und ständig halt irgendwie Leute außenrum. Man muss erstmal lernen, sich da abzukapseln und sich seine Zeit zu nehmen. Und man verstrickt sich sonst ständig irgendwie in Geräte oder in irgendwelchen Aktivitäten und so. Und nicht mal Aktivitäten, einfach nur Geräte. Und ja, der Tag geht dann so schnell rum und dadurch, dass ich jetzt einfach nochmal so einen starken Entgiftungsschub hatte, habe ich eh eigentlich so gut wie nichts gemacht. Ich musste einfach schauen, dass ich damit zurechtkomme und ja, genau. Aber dazu wollte ich nochmal genaueres berichten, wenn ich dann alles so ein bisschen zusammengefasst habe, wenn ich euch dann auch was zeigen kann und so. Und ja, wollte halt nur mal ein kleines Update machen, nur mal melden, dass ich noch am Leben bin. Und ja, jetzt denke ich, werde ich auch wieder, jetzt geht's eben wieder und die nächsten Wochen wird dann, denke ich, auch wieder mehr kommen an Videos. Und ja, ich bin jetzt froh, dass es mir wieder einigermaßen so, damit ich diesen Schub jetzt wieder geregelt bekommen habe. Und ja, wer sich nicht so mit dem ganzen Entgiftungssachen und so auskennt, kann ja mal Arnold Ehre zum Beispiel lesen. Habe ich auch mal ein Video gemacht, werde ich nochmal drunter verlinken. Und das einfach mal dazu anschauen, dann versteht man das Ganze auch mehr. Und ja, Entgiftung ist immer Heilungsprozess, genauso wie Krankheit, und die Zeit dazu sollte man sich nehmen. Und ja, genau, das war so ein kleines Update. Aber jetzt wird, denke ich, auch wieder mehr kommen. Jetzt habe ich so meine Entspannungsorte hier gefunden und auch einen guten Ort zum Video machen. Ich bin hier gerade zum Yoga Center und die haben hier so einen schönen Teich und ich zeige es mal kurz hier so. Die haben hier einen ganz schönen kleinen Teich und ein bisschen was zum Sitzen, zum Meditieren. Ist echt schön hier.
Ja. Genau. Und dann macht's gut. Ich denke, bis die Tage. Ich werde dann jetzt, hoffe ich doch, häufiger wieder Videos machen. Macht's gut, Leute. Ciao.